Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 der Windows Autopilot Übersichtsserie. In dieser Sitzung werden wir einen genaueren Blick auf die Erfahrungen von OEMs und Partnern mit Windows Autopilot werfen. In der vorherigen Sitzung haben wir uns das Thema Windows Autopilot aus der Sicht von IT-Pros angesehen. Lassen Sie uns jetzt einen genaueren Blick auf die OEM- und Partnererfahrungen werfen. Der Schwerpunkt für OEMs und Partner in dieser Phase ist es, sicherzustellen, dass die Geräte nach den Anforderungen, die von den IT-Profis für jedes Szenario definiert sind, ausgeliefert werden. Ein Beispiel ist die Betriebssystemversion, mit der die Geräte ausgeliefert werden und alle potenziellen Hardwareanforderungen wie TPM 2, das für die vorab bereits gestellte Bereitstellung und die Selbsteinrichtungsbereitstellung von Windows Autopilot benötigt wird. Der nächste Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass diese Geräte beim Windows Autopilot-Dienst registriert sind. OEMs und Partner haben verschiedene Optionen, Geräte zu registrieren. OEMs können Geräte mit der API-Methode unter Verwendung der Seriennummer des Herstellermodells oder der Windows-Produkt-ID registrieren. Partner haben ebenfalls diese Option, um Geräte im Partnerportal zu registrieren. Sie können dies aber auch unter Verwendung der PKID sowie einer Kombination aus Seriennummer, Produkt-ID und Hardware-Hash registrieren. Ähnlich zur Option, die es im Microsoft Endpoint Manager Portal angeboten wird, können Partner zudem die Hardware Hash CSV Upload Methode verwenden. Dieses Vorgehen wird allerdings nicht empfohlen, da hier das Sammeln von Gerätedaten nötig ist. Einige der optionalen Items, die mit Autopilot registriert werden, beinhalten die Option, bestimmte Gruppentext zuzuweisen. Das kann für die Gruppierung der Geräte hilfreich sein, um die individuelle Ausrichtung von Apps und Richtlinien zu ermöglichen. Um mehr Personalisierung zu ermöglichen, können Geräte zudem auch vorher schon einem bestimmten Nutzer zugeteilt werden. Wir werden uns diesen Prozess später genauer ansehen. Partner können einen Mehrwert schaffen, indem sie den Windows Pre-Provisioning Deployment Workflow von Windows Autopilot ausführen, um sicherzustellen, dass auf den Geräten vor dem Versand alle erforderlichen Apps und Richtlinien vorgespeichert sind. Damit können die Geräte dann direkt an die Endbenutzer oder an die Schule ausgeliefert werden. Das hängt von der Methode ab, die diese für die Distribution der Geräte nutzt. Lassen Sie uns jetzt einen Blick auf die vorab bereitgestellte Bereitstellung von Geräten und den Registrierungsprozess für Partner werfen. Fangen wir mit der Anfrage für Partnerbeziehungen an. Diesen Prozess starten wir, indem wir im Partnercenter auf Kunden klicken. Dann erstellen wir eine Beziehungsanfrage. In der Beziehungsanfrage für die Autopilot-Registrierung benötigen Sie keine delegierten administrativen Rechte. Sie können also das Häkchen entfernen, wenn Sie das nicht wünschen. Sie können sehen, dass der Link in der Anforderung unten entsprechend angepasst wird, um festzustellen, ob zusätzliche delegierte Rechte erteilt wurden. Dies wird für die Autopilot Geräteregistrierung nicht benötigt, also deaktivieren wir es. Dann konzipieren wir die Nachricht, damit wir eine E-Mail an den Administrator senden können, zu dem wir eine Beziehung aufbauen wollen. Okay, also ganz einfach hier. Ich sende das rüber. Jetzt können wir uns die Anfrage von der Kundenseite aus ansehen. Der Kunde öffnet also die Anfrage, sieht den Link, den Sie zur Verfügung gestellt haben und der die Beziehung definiert, die aufgebaut werden soll. Sie kopieren diesen Link und öffnen ihn im Browser. Er führt direkt zur Akzeptierung der Vereinbarung, um die Partnerschaft zu autorisieren. Sie gehen also weiter und akzeptieren die Beziehung. Wenn Sie damit fertig sind, werden Sie sehen, dass Sie dazu in der Lage sind, die Rechte zu bestätigen, die der Partner in Ihrem Mandanten haben soll. In diesem Fall handelt es sich einfach um einen Reseller ohne Rollen, da wir die zusätzlich delegierten Rechte nicht ausgewählt haben. Jetzt kann der Partner mit der Registrierung von Geräten in ihrem Mandanten beginnen. Nachdem wir nun die ersten Schritte zum Aufbau einer Beziehung mit einem Partner durchlaufen haben, sehen wir uns jetzt die Schritte an, die der Partner zur Registrierung von Geräten durchzuführen hat. Zuerst gehen wir zum Microsoft Partner Center und wählen die Option Kunden aus. Wir suchen den Partner, mit dem wir gerade eine Beziehung etabliert haben. In diesem Fall handelt es sich um die I4E Schulbezirk. Sobald ein Kunde ausgewählt wurde, können wir die Option Geräte auswählen, um mit der Geräteregistrierung zu beginnen. In diesem Fall hat der Kunde angefordert, dass die registrierten Geräte mit einer bestimmten Gruppentag versehen werden sollen. Also klicken wir auf Gerät hinzufügen und wählen die Option neuen Gruppennamen hinzufügen aus und legen den Gruppentag fest, der angefordert wurde. Anschließend wählen wir die Geräte aus, die mit diesem speziellen Gruppentag verbunden werden sollen, und klicken auf Speichern. Wenn die Geräte verarbeitet wurden, können wir bestätigen, dass sie erfolgreich in den Mandanten des Kunden hochgeladen wurden und dass sie die richtigen Seriennummern haben. Die Verarbeitung der Geräte ist jetzt abgeschlossen. Wir können jetzt überprüfen, ob die Seriennummer des Gerätes korrekt ist. In diesem Fall ist sie es und sie beginnt mit 9199. Wir können jetzt zur Kundenseite wechseln, indem wir zum Microsoft Endpoint Manager Portal gehen und dann auf Geräte, Windows Geräte und Windows Registrierung klicken. Wir sollten unter Geräte alle Geräte sehen, die aktuell registriert sind. Intune synchronisiert Geräte, die mit dem Autopilot-Dienst registriert wurden, alle 12 Stunden. Wenn Sie jedoch möchten, dass die Geräte sofort hinzugefügt werden, können Sie die Option Sync auswählen und auf Aktualisieren klicken. Jetzt können wir bestätigen, dass das Gerät, das wir gerade hinzugefügt haben, tatsächlich in diesem Kundenmandanten registriert wurde. Wir können also in Azure Active Directory überprüfen, dass dieses Geräteobjekt auch im Mandanten erstellt wurde. Wir gehen also zu Azure Active Directory, klicken auf Geräte und bestätigen, dass dieses Gerät tatsächlich zum Mandanten hinzugefügt wurde. Es startet mit 9199. Die andere Sache, die wir machen können, ist, dass wir bestätigen, dass eine spezifische Gruppe, eine dynamische Gruppe in diesem Fall, die jedes Gerät mit dem zugewiesenen Gruppentag einschließt, jetzt geupdatet wird. In diesem Fall haben wir eine Gruppe, die alle Geräte mit diesem Gruppentag einschließt. Wir können bestätigen, dass dieses Gerät in diese Gruppe gezogen wurde. Wir können also bestätigen, dass alle Ortopilot-Profile oder Anwendungen und Richtlinien, die über diese spezifische Gruppe bereitgestellt wurden, erfolgreich auf das Gerät angewandt worden sind. Im Falle eines Ortopilot-Profils, das dieser spezifischen Gruppe zugewiesen wird, wird das Gerät dann ordnungsgemäß mit dem entsprechenden Profil zugewiesen und ist bereit für den nächsten Schritt. Bevor wir uns den Windows Autopilot für die vorab bereitgestellte Bereitstellung näher ansehen, lassen Sie uns einen kurzen Blick darauf werfen, wie ein Benutzer einem bestimmten Gerät zugewiesen werden kann, um eine einfachere und persönlichere Erfahrung mit der Einrichtung des Gerätes zu machen. Melden wir uns zunächst im Microsoft Endpoint Manager Admin Center an. Wir gehen zu Geräte, Windows, Windows Registrierung und Geräte. Hier werden alle Geräte aufgelistet, die zuvor beim Windows Autopilot Service registriert wurden. Ich fahre also fort und wähle das erste Gerät. Wie Sie sehen, gibt es keinen aktuellen Nutzer, der diesem Gerät zugewiesen ist. Wenn wir also sichergestellt haben, dass das Gerät, dem wir den Benutzer zuweisen möchten, korrekt ist, können wir mit der Auswahl des entsprechenden Geräts fortfahren und wählen Benutzer zuweisen aus. Wir suchen Allison, da diese dem spezifischen Gerät zugewiesen werden soll. Wählen Sie den Nutzer aus und klicken Sie auf Auswählen. Nun sehe ich, dass das Gerät dem spezifischen Benutzer Allison zugewiesen ist. Um das Ganze zu personalisieren, kürze ich das nur auf Ihren Vornamen ab, Allison, und klicke auf Speichern. Das wird eine Rolle spielen für den Gesamteindruck, den wir uns als nächstes ansehen für die Windows Autopilot vorab bereitgestellte Bereitstellungen, weil es eine Nutzerzuweisung zu diesem spezifischen Gerät enthalten wird. Die Konfiguration des Windows Autopilot-Profils ist damit abgeschlossen. Gehen wir nun den Windows Autopilot-Workflow für die Bereitstellung vor der Bereitstellung durch. Der Windows Autopilot-Workflow für die Bereitstellung vor der Bereitstellung ist das ideale Szenario, bei dem Anwendungen und Richtlinien auf Geräten vorgespeichert werden müssen. Diese Richtlinien und Anwendungen können auf das Gerät ausgerichtet sein oder für den Fall, dass ein Gerät einem spezifischen Nutzer zugewiesen ist, kann es auch auf den Nutzer ausgerichtet sein. Dieses Szenario ist auch ideal, um sicherzustellen, dass Geräte für MDM registriert werden, bevor der Endbenutzer an den Punkt der Nutzung kommt. Lassen Sie uns ansehen, wie die vorab bereitgestellte Bereitstellung für ein Szenario aussieht, bei dem ein Nutzer einem bestimmten Gerät zugewiesen wird. Das Gerät wird dann in die Out-of-Box-Erfahrung booten. Sobald es zur Out-of-Box-Erfahrung gelangt, können Sie die Region auswählen. Drücken Sie die Windows-Taste fünfmal und wählen Sie Windows Autopilot Bereitstellungsoption. Wählen Sie Weiter. Wählen Sie dann das Autopilot-Profil aus, das dem spezifischen Benutzer zugewiesen wurde. Wir bestätigen, dass die richtige Organisation und der zugewiesene Benutzer ausgewählt wurden der zugewiesene Benutzer, nämlich Allison, und wir klicken auf Bereitstellen. Jetzt gelangen wir zur bekannten Registrierungsstatusseite. Die Gerätevorbereitungsphase, in der das Gerät ordnungsgemäß für MDM registriert wird. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, gehen wir zur Geräteeinrichtung über, bei der alle Sicherheitszertifikate, Netzwerkverbindungen und Anwendungen verarbeitet werden, die, wie ich bereits sagte, sowohl auf das Gerät als auch auf den Benutzer ausgerichtet sind weil das der administrative Teil des Ablaufs ist, erhalten Sie sobald dieser Teil abgeschlossen ist und alles gut gelaufen ist einen grünen Bildschirm. Sie können einfach die Option Wiederverschließen auswählen, um den Prozess abzuschließen. Wenn etwas im Prozess falsch gelaufen wäre, dann hätten Sie einen roten Bildschirm mit den aufgetretenen Fehlern gesehen. Der administrative Teil des Prozesses ist damit beendet. Der Nutzer kann jetzt den Endnutzeranteil des Ablaufs durchlaufen. Das ist das Ende vom Modul 6.6 Windows Autopilot für OEMs und Partner. In der nächsten und finalen Sitzung werden wir einen genaueren Blick auf die Erfahrung der Endbenutzer mit Windows Autopilot werfen.